Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu den flatex Morning News. Der DAX, der rutschte gestern zu Beginn des Handels gleich wieder unter die 12.000-Punkte-Marke. Ein kurzer Versuch, am späten Vormittag wieder über diese psychologisch wichtige Marke zu steigen. Der wurde aber schnell wieder gestoppt. Der Leitindex, der schloss schließlich 0,6% im Minus bei 11.958 Punkten. Wie geht es nun heute oder wie könnte es nun heute für den deutschen Leitindex weitergehen? Wir schalten nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Guten Morgen, Viola. Ja, was können wir denn heute vom DAX erwarten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Ja, du hast den Rückschlag von gestern ja schon erwähnt. Und nach diesem Rückschlag für den DAX könnte es sein, dass er sich heute erstmal ein bisschen davon erholt. Zumindest sieht es gerade danach aus, obwohl wir gemischte Vorgaben haben. Aktuell guckt man ja vor allem auf die Geldpolitik der US-Notenbank und generell auf politische Geschichten. Also sei es Trump in den USA, seien es auch die anstehenden Wahlen in Europa, wo man natürlich zum Teil ein bisschen besorgt hinschaut. Wobei ein bisschen Sorge hatte sich da gerade, was das Thema Frankreich betrifft, in der letzten Zeit auch wieder so ein bisschen verflüchtigt. Also bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber die Fed-Zinserhöhung bei der nächsten Zinssitzung Mitte März, die scheint ja inzwischen vom Markt schon fast mehr oder weniger eingepreist, aber hat trotzdem in der letzten Zeit die Stimmung auch wieder so ein bisschen negativ für die Aktienseite beeinflusst. Das haben wir gesehen bei den Vorgaben, sprich gestern die Wall Street eher im Rückwärtsgang unterwegs. Beim Dow hat es am Ende des Tages nur für ein Minus von 0,2% gereicht. Die asiatischen Vorgaben, die sind heute Morgen mal wieder gemischt. Da haben wir den Nikkei im roten Bereich unterwegs, dafür den Hang Seng im Plus und nach so ein bisschen hin und her auch der Shanghai Composite so zumindest leicht im grünen Bereich. Also auch nichts ganz Klares von der Seite. Man wird natürlich weiterhin auch auf politische Äußerungen jeder Art gucken. Man guckt natürlich, was die Fed-Zinspolitik betrifft, vor allem auf die Jobdaten aus den USA am Freitag. Und dann haben wir heute auch schon Zahlen gesehen, zum Beispiel von Vonovia. Außerdem haben wir am Nachmittag aus den USA die Handelsbilanz und das endgültige Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone werden wir heute am Vormittag sehen. Schauen wir, ob da ein paar Impulse dabei sind, denn zuletzt war der Trend beim DAX ja doch eher so ein bisschen Richtung Gewinnmitnahme. Aber vielleicht können da ja ein paar Kaufanreize heute Abhilfe schaffen. Ganz herzlichen Dank, Viola, für den Überblick. Wir werfen einen Blick auf die Charttechnik beim DAX. Den Bullen muss es jetzt zunächst gelingen, die 12.000-Punkte-Marke wieder zurückzuerobern, um in der Folge einen Angriff auf das Bewegungshoch bei 12.082 Punkten starten zu können. Gelingt das nicht, dann muss mit Rückläufen bis auf 11.800 Punkte gerechnet werden. Zwei Produktideen, mit denen Sie auf diese Ausgangslage reagieren könnten. Auf der Long-Seite wie gewohnt ein Faktorzertifikat auf den DAX mit der WKN MF0 BVL und auf der Short-Seite ebenfalls ein Faktorzertifikat mit der WKN MF0 BVM. Werfen wir noch einen Blick auf die Termine des Tages. Das eine oder andere hat Viola ja gerade schon genannt. Um 11 Uhr bekommen wir das Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone, um 12 Uhr den OECD-Frühindikator für den Januar und um 14.30 Uhr noch die US-Handelsbilanz vom Januar. Den flatex Morning Newsletter, den können Sie selbstverständlich abonnieren, liebe Zuschauer, unter flatex.de/service/newsletter. Den bekommen Sie zweimal am Tag zugeschickt, einmal eine Version um 8.30 Uhr und dann eine aktualisierte Fassung dann nochmal um 10.30 Uhr. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen und vor allem erfolgreichen Handelstag. Ich freue mich, wenn wir uns auch morgen hier wieder bei den flatex Morning News sehen. Bis dahin.